So Leute, ein herzliches Willkommen. Ja, der Player sehe ich wieder da. Und jetzt gehen wir erstmal ins Telefon. Ich darf euch wieder erstmal ganz herzlich begrüßen beim Telefon. Am Apparat Sebi. Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das wissen? Ich bin Leon, der Barkeeper vom Lone Star. Ich habe deine Nummer von Joe Barbaro. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Toll. Ich will kein Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor er noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Okay, ich komm vorbei. Und hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's. Aber dein Freund, er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Boah, dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. So, auf jeden Fall, wir gehen erstmal was saufen. Es passiert ja nicht viel. Aber trotzdem, wir gehen erstmal ein Bechern. Ne? Genau wie wir. So, geht so. Lone Star. Und jetzt müssen wir erstmal den guten Joe helfen. Rote Jacke mit Hemd, Anzug. Nee, Dienstanzug. Lederjacke mit Hemd. Nee, das machen wir auch nicht. Feinanzug. So. Nehmen wir die Karre? Ja, wir nehmen die Karre. Komm. Also wie gesagt, ihr macht es euch gemütlich, ich mach's mir nämlich auch gemütlich. So, erstmal Radio aus. Der ist mir reingefallen, so ein bisschen laut und ein bisschen leiser. So, wir halten uns jetzt erstmal die Verkehrsregeln. Fast. Oh Mann, da kann man nicht in Ruhe schlafen. Alles gut. Diesmal passen wir ein bisschen auf. Wie gesagt, ihr macht es euch gemütlich jetzt und ich mache es mir gemütlich. Ihr hört es ja schon an meiner Stimme, die hört sich schon viel besser an. Nicht mehr so krass erkältet. So, war die Bar hier. Krass, okay. Anklopfen. Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben, aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito, da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe, warum wohl? Oh. Genau. Im Auto hier? Hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay, trink aus, wir gehen. Ihr wollt gehen? Geh mal, ich lass euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße, wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Verflucht! Tu die Scheißknarre weg, bevor noch was passiert! Scheiße. Hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot? Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus. Schon gut. Komm her schon. Alter, ey, Vito ist stinksauer. Junge. Du blöder Penner. Lol, sollten wir... Müssen wir nicht eigentlich die Leiche noch mitnehmen? Wir müssen doch die Leiche eigentlich in den Kofferraum tun, oder? Kann das sein? Warum steigt Vito nicht ein? Vito? Warum? Ah, jetzt. Jetzt macht das. Ich habe auf E gedrückt, deswegen hat mich das gewundert. Du sollst doch eigentlich die Leiche da, ne? Normalerweise. Aber das ist auf jeden Fall geil gemacht, die Uncut-Version. Hier sieht man die Blutstapfen, was man eigentlich ja
bei der anderen Version nicht sieht. So, Kollege, ab mit dir. Oh Mann, ey. So, jetzt gehen wir am besten nochmal in den Puff. Oh, ich möchte mich nochmal ganz kurz umgucken. Hier ist bestimmt irgendwo. Die Kasse konnte man klauen, das wusste ich gar nicht. Da sieht man mal, dass sich umgucken lohnt. Ah, lecker. Geil. Ah, schön vollgeschissen, ey. Oh, was haben wir noch so? Die Bar können wir ja nicht mehr ab. Also die Kasse haben wir schon. Na gut. Dann verpissen wir uns einfach mal. Haben wir nochmal ein bisschen. 150 Tacken waren das, glaube ich. Das ist sogar das schwarze Viertel hier. Deswegen, es kam mir so bekannt vor. Alter, wie viele Cops hier auf einmal sind. Was ist denn jetzt los? Warum sind so viele Cops hier unterwegs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lol. Warum wollen die Bullen mich denn jetzt festnehmen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Bin noch mal ganz genau mal gefahren. Naja, wenn es kommt, dann muss ich halt die Shotgun auspacken. Aua. Aua. Na, warte mal. Jetzt haben wir eine perfekte Gelegenheit. Scheiße, jetzt fahren wir so. Ja, keine Bewegung. Ist gut gesagt, ne? Können wir... Achso. Ja. Können wir die nicht irgendwie abhängen? Ja, die nerven gerade extrem. Doch, so können wir es abhängen. Tschö, Wichser. Tschö, blöder Wichser. Jawohl, komm. Junge, gib Gas. Da wurde unser Auto schon wieder hart demoliert, ey. Was ist denn das jetzt? Na, die sollten ja mein Auto nicht kennen. Nubi, Nubi. Na, jetzt fahren die auf einmal. Lol. Okay, naja, wir sind ja sozusagen ein kleines Stück auf der Autobahn. Habt ihr euch irgendwie zwei nichts zu sagen? Oder so? Alter, als Vito, der wäre ich so stinkesauer, ne? Alter, Alter. So, machen wir Platz, Jungs. So, diesmal fahre ich aber nicht so weit hinaus. Diesmal fahren wir ein bisschen langsamer. Motorhaube verlieren, top. Oh, fuck, da waren die Bullen. So. Alter, ich wäre als Vito auch richtig sauer, ey. Erstens aufstehen. Zweitens den abholen wegen dem Marty da. Drittens einen erknallt. Also einen abgeschossen, ey. Und dann musst du den noch nach Hause fahren und dann irgendwie die Leiche noch loswerden. Ja, das ist natürlich perfekte Voraussetzung, ne? Alter, ey, ich wäre auch so richtig piss. Ja, mit Joe erlebt man einfach nur Scheiße. So. Gut, wir sind da. Ja, schieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, Vito. Hey, tut mir leid. Hör mal, ruf mich morgen an, ja? Alter. Beseitige die Leiche. Lass dich nicht dabei erwischen. Jetzt müssen wir nämlich noch die Leiche versorgen. Am besten die Leiche mal versorgen, weil der geht's nicht so gut. Ja, schauen wir mal, wo wir die jetzt hinbringen. Wo bringen wir die hin? Wahrscheinlich genau an demselben Ort da wahrscheinlich wieder. Oh, ey, Alter, ich hätte so richtig keinen Bock jetzt. Ne? Naja, was sein muss, muss sein, ne? Ist in dieser Branche halt so. Eddie hat zwar nicht gesagt mit den Fingern, du darfst ihn, ne, aber warum nicht? Der hat irgendwie genervt. Der wollte ihm keinen Alkohol mehr geben. Also hat er doch ein bisschen was abgeknallt. So, in den Waffenladen müssen wir eigentlich gar nicht. Weil wir haben ja genug Waffen. Und so viel passiert jetzt eigentlich, na gut, vielleicht am Ende so ein bisschen Ballerei, aber da kriegen wir eigentlich genug Munition. Alter, wo sind wir denn hier? Da losgehen. Achso, wir zermatschen jetzt, glaube ich, die Karre wieder. Ja, wir zermatschen. Oh, Alter, das ist echt fies. So, jemand hat einen Tod verdient. In der Matsche zu enden.
Set, komm. Wir könnten rein theoretisch das Auto auch noch zerschrotten oder das da. Dann könnten wir auch noch mal Geld kriegen, aber warum? Wir haben ja genug. So, wir haben auf jeden Fall eine Errungenschaft freigeschaltet. Hey, Joe. Ah, der Junge baut echt eine Scheiße. Ohne Witz, ohne Witz. Nur Bullshit, der Junge. So. Dann gucken wir mal langsam wieder nach Hause. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Uhrzeit, wie lange ich schon wieder aufnehme. Ich denke mal nicht so lang. Aber wenn dann das nächste Kapitel kommt, werde ich wahrscheinlich wieder cutten. Also Part beenden sozusagen. Also ich freue mich so ein bisschen, Mafia 2 durchzuspielen. Worauf ich mich jetzt ganz ehrlich nicht so freue, ist, dass wir die DLCs dann noch machen könnten. Ich muss es nicht, gehört ja eigentlich nicht dazu, aber es wäre mal interessant, weil ich den eigentlich noch nicht gespielt habe. Und ich denke, das kommt eigentlich auch ganz gut an. Ich denke mal, das tue ich dann mit in das Mafia 2 Let's Play. Also in die Playlist, ja, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Macht da jetzt keine neue Playlist oder so, sondern ich mache das dann einfach mit in die Playlist und ich weiß halt nicht genau, welche Story man erst spielen sollte. Es gibt ja 2 oder 3 verschiedene, glaube ich, DLCs. Und da bin ich halt echt immer gespannt. Also die Mafia 2, das ist ja gekauft, also per Hülle. Und da waren halt alle DLCs dabei, diese... Director's Cut oder... Nee, Director's Cut heißt es nicht. Das heißt irgendwie anders da, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die habe ich mir gekauft und bei Steam aktivierbar. Und noch. So, steigen wir mal aus. Lassen die Karre einfach da stehen. Ja. Und dann gehen wir nochmal in zur Bude. Ja, das war ein kurzer Schlaf, würde ich mal sagen. Ja. So, ins Bett legen. Komm. So. Aushacken. Kapitel 11. Ein Freund von uns. Boah. Vito Scaletta. So, da klingelt's an der Tür. Wer zum Teufel ist das? Ja. Lass dich überraschen. Dann würde ich sagen, sehen uns aber auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen, wie gesagt, uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. War eine relativ kurze Folge, ich weiß, aber das hat jetzt einfach so schön gepasst. Und deswegen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen, für keine Videos mehr zu verpassen. Und dann schaltet es ihr nächstes Mal ein, ne? Also euer Sebi. Macht's gut. Ciao.